Zur Vorstellung kommt heute der MZS Pro Digital Booster. Dabei handelt es sich um einen 8 Ampere Digital Booster, der kombinierbar ist natürlich mit unserer MZS Pro aus der MZS Pro Serie. Der Booster verfügt über zwei B-Bus-Eingänge, sodass man auch mehrere Booster noch wahlweise miteinander kombinieren kann. Einen ExpressNet Master-Anschluss für eine Multimaus, CDE für alle anderen Zentralen oder zum direkten Gleisanschluss. Und natürlich Gleisausgang, Gleiseingang, Überwachung der Temperatur intern sowie diverse Einstellmöglichkeiten, die bei diesem Booster per CV-Programmierung eingestellt werden können. Wenn man das vergleicht mit der MZS Pro 8 Ampere Digitalzentrale, hier mit dem Extended WLAN für längere Distanz, kann man dieses Modul entsprechend einfach kombinieren, indem man das beispielsweise übereinander schaltet, den Stromanschluss miteinander verbindet. Ja, im Standardzustand ist es jetzt ohne Signal, ganz klar. Mit dem beiliegenden B-Bus-Kabel können wir die Zentrale mit dem Booster verbinden. So dass wir auch hier sehen, die Lampe hat jetzt noch die rote aktiviert. Das heißt, es ist jetzt Gleichspannung hier vorhanden. Wir können jetzt einen beliebigen Verbraucher anschließen. Die sind jetzt hierüber über den Bus verbunden. Man kann jetzt hier in dem Bus ein weiteres und hier noch mehrere Booster übereinander anschließen. Bei der Booster-Kombination ist immer zu achten, dass die Abschnitte sauber getrennt sind. Dieser Booster ist durch den B-Bus direkt anschließbar an die meisten Digitalzentralen, wie zum Beispiel an Z21 von Rocco, an LGB MZS, an die alten, an Massot. Natürlich kann man ihn auch an Lenz-Zentralen und viele weitere Zentralen über die CDE-Schnittstelle anschließen. Oder man kann auch unseren CDE-Adapter nehmen und kann dann eigentlich an alle möglichen Zentralen anschließen. Wichtig hierbei ist noch zu sagen, dass dieser Booster diverse Einstellmöglichkeiten besitzt, das heißt, man kann Welcome aktivieren, man kann die Stromstärke, die Kurzschlussempfindlichkeit einstellen und er besitzt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Die Einstellung geht über CV-Programmierung. Dabei wird das Modul so wie hier einfach an dem Steuerbus angeschlossen und dann wird programmiert. Das zeige ich jetzt. Ich nehme hierzu eine Handmaus, eine Multimaus als kabelgebundene Version. Und mit dieser Multimaus als kabelgebundene Version zeige ich jetzt einfach ein paar Möglichkeiten. Zum einen die Möglichkeit besteht über die Weichenadresse 1000, kann man natürlich auch beliebig einstellen, lässt sich der Booster aktivieren und deaktivieren. Das sehen wir hier. Booster ausgeschaltet, Booster eingeschaltet. Ja, das heißt, wir können per Weichenbefehl den Booster an- und abschalten. Standardmäßig ist die Weichenadresse 1000. Man kann aber natürlich auch jede andere Weichenadresse nehmen. So, wenn wir programmieren, ist standardmäßig die Programmiersperre gesetzt. Das heißt, wir müssen einmal in das Programmiermenü, geben die CV-Nummer 15 ein für die Programmiersperre. Dann wird natürlich die Zentrale versuchen, diese CV15 auszulesen, ohne Erfolg, weil es ist ja kein Decoder angeschlossen. Und dann können wir hier den Wert 116 einprogrammieren. Und wir haben gerade gesehen, die Programmierung wurde angenommen, denn die LED hat schnell hintereinander geblinkt. Auch wenn er sagt Error, die Programmierung ist angenommen und dementsprechend können wir den Booster nach Belieben programmieren. Wir werden es jetzt nochmal so machen, dass wir den Booster wieder sperren. Wir gehen dazu wieder auf das Programmiermenü. Wir geben die CV-Nummer 15 ein. Und so können wir gemäß Anleitung dann alle Einstellungen ändern und umprogrammieren. Und den Wert 0. Und wir sehen wieder, es blinkt ganz schnell, wenn er die Programmierung angenommen hat. So können wir halt verschiedene Einstellungen vornehmen. Wenn wir jetzt den Boost haben, können wir hier auch einen Verbraucher, zum Beispiel in diesem Fall die SGA, die Segmentanzeige, anschließen.
und können dann über über den Booster natürlich auch, wie wir das jetzt hier sehen, unseren Segmentdecoder beliebig steuern. Das heißt, wir steuern natürlich über die Digitalzentrale. Allerdings natürlich wird das weitergeleitet dann an den Booster. Wir können jetzt hier die Segmentanzeige an- und ausschalten, wie der Segmentdecoder das halt kann. Wir können die Zahlen ändern, digital. Ja, der Segmentdecoder steht hier jetzt natürlich nur symbolisch für einen Verbraucher. Man kann hier genauso gut auch dann entsprechend die Logs und so weiter mit steuern. Klarer Fall, ne?